Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute machen wir wieder mal ein neues Minecraft-Video, aber es ist mehr so eine Laberrunde, da ich einfach mal ein bisschen drauf eingehe wieder auf Minecraft, warum ich das, sage ich mal, jetzt die Zeit lang nicht wirklich gespielt habe. Es ist auch wirklich jetzt wieder so das erste Mal nach wochenlang, dass ich Minecraft angemacht habe und ich kann euch wieder sagen, das dauert auf meiner Konsole wirklich jedes Mal länger, dieses Spiel anzumachen. Ich habe noch die Xbox One X, also nicht diese Serie X, wo ja alles besser sein soll, nein, noch die alte. Und ich bin eigentlich auch relativ zufrieden mit der Konsole, auch eigentlich noch mit dem Minecraft, was da drauf ist. Wenn die das nie eingeführt hätten mit diesem Shop in Minecraft. Jedes Mal, wenn du dich einloggst, wirst du zugebombt, bam, 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 wieder ein paar neue Sachen drin. Und das wird immer mehr. Und dadurch, ist jetzt nur meine Vermutung, lädt das Spiel immer länger und länger und länger. Also ich bin schon manchmal 5 bis 8 Minuten dabei, das Minecraft überhaupt nur zu starten. Und das geht mir ganz schön auf den Senkel. Muss ich schon mal sagen. Zweiter Punkt natürlich, Minecraft kommt nicht hinterher mit neuen Content. Ich meine halt, wir können jetzt hier weiter bauen, so wie es halt immer ist. Nur leider ändert sich das nicht wirklich. Also, wenn ihr mich so ein bisschen verstehen könnt als Minecraft-Bauer, ne? Man hätte gerne neue Sachen. Ich meine, die Community von Minecraft, die hat schon, also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, also da haben wirklich viele schon mal nachgefragt, wie sieht es denn aus mit dem Beton? Kriegen wir mal davon Treppen oder Stufen, ohne irgendwie ein anderes Texturpaket zu nehmen, um diese Farben auch in dieser Form zu bekommen? Ja, gibt es halt nicht wirklich so eine Reaktion. Minecraft macht jetzt lieber ein Update wieder rein mit Fröschen. Ja, Frösche, kann ich gebrauchen. Bombastisch, zum Bauen perfekt. Wir kennen das ja auch, die haben ja, sag ich mal, vor langer Zeit das mit dieser neuen Grafik, RTX-Grafik, dieses Raytracing angemeldet. Das soll ja kommen, auch für die alte Konsole sollte das kommen. Ja, nichts davon. Natürlich alles nur für diese Next-Gen Series X-Konsole soll das kommen. Okay. Kann ich mit leben. Ich kaufe mir gerne die neue Konsole, wenn das da auch funktionieren würde. Nur leider geht das nicht. Wir kennen ja alle PlaySample. Der hat sich jetzt diese Konsole geholt und der kann das da auch nicht verwenden. Das sieht genauso aus wie bei uns. Nur dass er, sage ich mal, den Vorteil hat, dass das Minecraft relativ schnell lädt. Ja. Dafür sich die neue Konsole zu kaufen, weiß ich nicht. Jedenfalls, es wäre wirklich eine gute Sache, wenn die das endlich mal durchziehen würden und, sage ich mal, dieses Raytracing auch aktivieren können. Auf der alten Konsole, da spreche ich bestimmt jetzt für jeden, wäre es natürlich auch schön, wenn wir da diese Version benutzen könnten. Es muss natürlich jetzt nicht so qualitätsmäßig sein wie auf der Next Gen, aber so eine abgeschwächte Version für uns wäre da auch nicht verkehrt. Einfach so, jetzt zack, komm, haut raus. Vor guten halben Jahr oder über einem halben Jahr konnte man sich ja, sag ich mal, solche Texturpakete ja auch runterladen auf die Konsole und sich das dann anmachen. Ich hatte da Freunde gehabt, die hatten das. Und ich muss sagen, das war, sag ich mal, schon so ein Texturpaket, was wirklich so ein bisschen, sag ich mal, die Qualität zum Spielen hochgehoben hat. Also hatte man schon mehr Lust gehabt zum Bauen, weil das einfach so ein bisschen auch mit dem Licht reflektiert hat. Und das einfach nur schon, indem du dir einfach so ein paar Texturpakete runtergeladen hast. Und da hat man schon gesehen, das ist ja eigentlich möglich auf Minecraft. Naja, gut. Ich möchte das Thema jetzt, sag ich mal, nicht so, sag ich mal, wie sagt man dazu? Ich möchte Minecraft jetzt nicht so runterziehen mit diesem Thema. Ich selber bin jetzt wirklich ja noch am Überlegen, was soll ich jetzt hier in Minecraft noch machen? Ich möchte eigentlich gerne wieder ein paar neue Updates haben, ein paar neue Baumaterialien, Grafik. Und dann hätte man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Anreiz, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele zurzeit ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Lego Star Wars. Muss ich ehrlich sagen, Hammer Grafik und das noch auf der alten Konsole. Nur mal so zum Vergleich, was eigentlich möglich ist. Ja, ich bin für eine abgeschwächte Version sehr zu haben, also ganz ehrlich. Da hätte ich schon wieder mehr Lust zum Bauen. Aber gut. Ja, ansonsten noch pipapo so andere Spiele, aber ich glaube, da brauche ich gar nicht drauf eingehen. Das interessiert die wenigstens bestimmt. Ja. Trotzdem muss ja irgendwas kommen hier bei uns. Wir dürfen ja, sag ich mal, hier jetzt nicht im Sommer, sag ich mal, auf der faulen Haut liegen und nur sonnen. Das geht ja nicht. Wir müssen ja auch was tun. Jetzt haben schon welche reingeschrieben, so bau mal dieses, bau mal jedes. Waren gute Sachen mit dabei. Kann ich mir immer gerne was auspicken, ist ja kein Problem, kann ich ja alles bauen.
Nur ich muss auch Lust haben, das zu bauen. Das ist immer das Thema. Man muss einfach auch Lust haben, Interesse, auch dieses Thema gerade zu bauen. Ich sag mal, ich bin jetzt wieder an diesem Punkt angelangt. Ich hatte jetzt lange Pause gehabt von Minecraft. Und ich bin jetzt mit meinen Spielen, die ich jetzt gespielt habe, so gut wie durch. Da bin ich High Level mit der Kampagne durch. Bin zufrieden. Das heißt, ich habe wieder Lust auf andere Sachen. So wie Minecraft. Ne? Kennt ihr vielleicht auch, ihr zockt irgendwie ein Spiel monatelang und irgendwann sagt ihr euch auch, okay, ich hab's jetzt durch. Finito. Mach jetzt einmal ein paar Monate Pause, bis dann mal ein neues Update kommt oder so. Bei Minecraft kommt natürlich ganz selten ein neues Update. Von daher muss man einfach auch hier manchmal eine Pause machen, eine Baupause. Das kann ein Monat sein, das kann nur ein paar Wochen sein, das kann auch ein ganzes Jahr sein. Das weiß ja keiner bei Ihnen. So, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich wieder Lust habe zu bauen. Die Frage ist, was soll ich bauen? Oder mache ich wieder Filme? Ich muss einfach selber nochmal richtig überlegen, wie ich das mache. Ich habe mir jetzt natürlich einfach so 2-3 Themen ausgesucht, die wir jetzt noch bauen können. Die ich jetzt auch angehen werde zu bauen, dass da auch wieder Videos kommen. Damit, ja, irgendwas jetzt erstmal wieder Minecraft losgeht. Und dann muss ich einfach mal schauen, was ich mache. Auf was ich Lust habe. Vielleicht muss ich einfach auch mal ein bisschen mehr mit Play zusammen machen. Denn zu zweit macht es immer mehr Fun als alleine. Weil sonst, ja, wir dümpeln da, sage ich mal, Minecraft immer ganz alleine rum. Haben unser Spotify an, hören unsere Musik und dann wird losgedüdelt. Nee. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen mehr zusammen machen. Ich weiß, der Player wird das auch haben. Der mag immer gerne, wenn Leute bei ihm sind und irgendwas bauen. Dann muss er das nur noch aufnehmen. Ne? Hätte ich auch gerne. Nur leider, es gibt auf der Xbox ganz, ganz wenige Leute, die Minecraft spielen, gefühlt. Also es gibt ganz viele im englischen Bereich. Keine Frage, im englischen Bereich Dutzende, aber im deutschen Bereich ganz wenige. Und die gibt, die wollen lieber mehr, ja, online kämpfen, Skywars, Bedwars, Pipapo, haben sie mehr Lust drauf. Oder sie machen einfach so eine Creative-Welt und basteln da 4-5 Häuser und dann machen sie einfach schon wieder die nächste Welt auf. Ich glaube, ihr kennt die alle. Und sowas kann man einfach nicht wirklich, sag ich mal, hier in Minecraft so gebrauchen, wenn du eine richtig große Welt aufbauen willst. Da müssen die Leute auch Interesse haben, da auch dran zu bleiben, ne? Und nicht zu sagen, hey, ich komme mal kurz auf deine Welt. Darf ich mal ein Haus bauen? Ja, bau dein Haus. Gerne. Und dann hörst du von dieser Person, denn nachdem er sein Haus gebaut hat, monatelang keinen Piepton mehr. Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das einfach? Die Leute kommen rauf und schreiben rein, darf ich ein Haus bauen? Ja, sagen wir mal, du hast ein Thema Star Wars, hast eine ganze Star Wars Welt. Dann kommt einer auf die Welt rauf und fragt, ob er ein Haus bauen kann. Finde ich immer super. Einfach bombastisch. War auch so bei meiner Simpsons Welt. Da kamen Leute rauf und wollten fragen, ob sie irgendwas bauen können. Ja, was willst du denn bauen auf einer Simpsons Welt? Ja, mein Haus. Ja, ich wollte hier so eine Figur bauen. Ja, von was denn? Simpsons? Nee, was ich noch gerade Lust habe. Ja, mach mal. Nee. Finde ich immer genial bei solchen Leuten, ne? Die, ja, kommen auf eine Themenwelt und wollen irgendwas losbauen. Immer lustig. Egal. Ja. So, ich schweife ab vom Thema. Minecraft. Ja. Ist wieder da. Muss wieder losgehen. Also ich habe jetzt noch Wochenende. Ich werde mich jetzt hier in Minecraft noch ein bisschen hinsetzen. Ich werde wieder ein bisschen was basteln. Weil noch habe ich nichts gebastelt. Das muss ich erstmal noch machen. Nachdem ich natürlich das Video hier fertig gemacht habe. Und dann schauen wir mal, was erstmal kommt. Also ich würde sagen, erstmal wieder ein paar Baututorials. Bei Filmen, ich muss mir jetzt wirklich erstmal überlegen, was wieder produzieren. Und was auch alles so machbar ist alleine. Denn wirklich jetzt Leute aktiv Minecraft spielen, habe ich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe jetzt nur noch Play Sample. Und dann eventuell noch 1-2 Leute, aber die sind wirklich, sage ich mal, nicht wirklich für Videos zu bewegen. Die basteln lieber auf ihren Welten herum. Und das war es dann auch. Also die haben nicht wirklich Lust auf YouTube. Ja, muss man ja auch Verständnis für haben. Ne? Wenn einer keine Lust hat für sowas, dann ist das in Ordnung. Aber es wäre schön, wenn man hier ein paar Leute treffen würde, die auch Lust haben, Interesse haben, bei Videos mitzumachen oder vielleicht auch selbstständig Videos zu machen. Aber das haben wir hier. Also ganz ehrlich, ich habe hier 2-3 Leute getroffen, die das immer machen wollten, aber ja, nach einer oder 2 Wochen war dann immer Schluss damit. Hatten sie wieder keine Lust gehabt, bis wir dann, sage ich mal, wieder darauf eingegangen sind und wieder fragen mussten. Aber sowas, ey, ganz ehrlich, auf sowas hat man einfach keine Lust, wenn man den Leuten hinterherrennen muss, damit sie Videos machen. Also ganz ehrlich, macht Videos, wenn ihr Bock drauf habt, macht Videos, wenn ihr
Ja, oder macht keine Videos, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ist auch YOLO. Hauptsache, ihr macht was. Muss ja nicht, sage ich mal, nur hier auf YouTube sein. Naja. So, ich werde jedenfalls heute hier was machen. Und ich hoffe, du wirst heute auch ein bisschen produktiv sein. Muss ja nicht Minecraft sein. Gibt ja noch zig Dutzende andere Spiele, die auch immer wieder Updates bringen. Müssen wir einfach mal sagen, da müssen wir einfach in die Wunde mal reindrücken bei Minecraft, damit die endlich mal wieder hier was für uns machen. Denn, wenn nichts kommt, dann springen die Leute sowieso ab. Schaut mal in eure FL-Listen rein, Freunde, wie viele spielen aktiv Minecraft, wenn Updates gekommen sind und wenn monatelang keine Updates kommen. Ich kann euch definitiv sagen, zu 90% sind die meisten, sag ich mal, nicht mehr in Minecraft aktiv. Zu 90%. Das ist heftig. Und damit könnt ihr es vielleicht auch nachvollziehen, warum man denn auch, sage ich mal, so einer wie ich jetzt hier, der viel baut, sagt irgendwann, jetzt brauchst du wieder eine Baupause. Es kommt nichts vom Spiel. Du kannst dich wochenlang nicht einloggen. Du verpasst nichts. Ist traurig. So, ansonsten genießt heute noch den Tag oder den Morgen oder den Abend, wann ihr das Video auch immer mal schauen solltet. Ich hoffe, ihr habt auch noch Lust auf Minecraft oder macht eine Spielpause, wie ihr wollt. Ich bin jetzt produktiv, schnapp mir meine Blöcke und dann bastel ich einfach mal wie immer drauf los. Ja, und dann sage ich nur eins, dann hören wir und sehen uns wie immer zum nächsten Video wieder. Haut's rein und ciao.